Ich bin's wieder, Maximum von Grunt & Pound TV. Ich stehe hier mit Andreas Kanyotakis, mit Big Daddy. Andreas, alles super gelaufen. Ja, ganz klar. Thorsten war von vornherein ein Gegner, vor dem ich sehr viel Respekt hatte. Erstens als Kämpfer, zweitens auch als Person. Ich finde, er ist ein super Repräsentant für den Sport. Ich habe es schon mal gesagt, er war auf jeden Fall einer der Leute. Als ich angefangen habe, habe ich hochgeguckt und habe gedacht, boah, irgendwann möchte ich mal gegen ihn kämpfen. Heute habe ich gegen ihn gekämpft, habe ihn besiegt. Und es war für mich ein super Erlebnis. Und irgendwie habe ich mich gefühlt, als wäre das die Ernte der letzten drei Trainingscamps. In Slowenien habe ich nur 10 Sekunden gekämpft. Da ist blöd gelaufen, hab mich trotzdem voll vorbereitet, bin in die USA geflogen, hab dann einen Hammerkampf gemacht mit Schmiedeberg, der leider nicht zu meinen Gunsten ausgegangen ist, wo ich nicht zeigen konnte, was ich wirklich drauf habe, was ich alles gelernt habe. Dann noch ein Trainingscamp gegen einen jungen Mann, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, weil ich ihm nicht noch mehr Öffentlichkeit geben möchte. Und das war jetzt quasi mein viertes in Folge und endlich habe ich das, was ich mir erhofft habe. Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinem ganzen Team bedanken. Alle Leute, mit denen ich immer trainiere, das Kampfsport Gym Koblenz, ganz besonders Tarik und Jens, die mich da immer supporten. Planet Eater mit Peter Sobota, Bruno Carvalho und seine ganze GBG MMA Crew, aber auch die Jungs von Victory MMA aus den USA. Ihr alle habt mir geholfen, das heute zu machen. Ich bin sehr stolz auf euch, bin sehr glücklich und fühle mich gesegnet, dass ich mit euch trainieren darf. Und ich bin sehr stolz heute auf mich und das ist selten. Ja, also kein übler Vorschlag, aber du hast es ja wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Also Andreas, im Stand war es noch relativ ausgeglichen, aber wie du ihn dann auf den Boden geholt hast, also. Um ganz ehrlich zu sein, es gibt immer so ein paar Leute, die von einem Kampf sagen, das schaffst du auf gar keinen Fall. So war es auch bei Thorsten. Thorsten ist ein sehr respektabler Mann, das weiß jeder. Und viele Leute haben mir gesagt, oh, du musst aufpassen, im Stand wird er dich eindecken, da ist er stärker als du. Und ich wollte es einfach ausprobieren, um ganz ehrlich zu sein. Meine Ecke hat mir im Nachhinein gesagt, dass ich wohl ein, zwei Dinge auch gefangen habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den Standkampf dominiert. Ich konnte mit ihm kämpfen und habe mich nicht unwohl gefühlt. Und als ich das gemerkt habe und sich die Gelegenheit ergeben hat, habe ich ihn runtergenommen. Und jetzt kann ich es verraten, das war auch mein Gameplan. Ich wollte relativ schnell auf den Boden und mal gucken, was ich gelernt habe. Und meine erste offizielle Submission holen für meinen Rekord. Und ich finde, es war auch noch eine schöne dazu. Ja, die sah wirklich sehr, sehr schön aus. Also ich habe auch gesehen, wegen du hast ihn ja noch beim Aufwärmen noch zusammen mit dem Peter auf dem Boden genau die Submission geübt und die hat ja wirklich, also 1A gesessen dann, ne? Ja, das war aber das erste Mal in meinem Trainingscamp, dass ich die geübt habe. Aber es gibt eben so Tage, da funktionieren bestimmte Bewegungen besser und andere Tage, da funktionieren andere besser. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz auf mich, weil eine Submission, das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ja. Einfach nur, um mir selber zu beweisen, dass ich es kann. Ja, also das hast du uns jetzt allen gezeigt, dass du es kannst und hast, wie gesagt, von wegen endlich mal die Ernte auch eingefahren nach dem ganzen harten Training. Andreas, vielen, vielen Dank für den super Kampf und möchtest du vielleicht noch irgendwie deinen Sponsoren oder irgendjemanden danken, grüßen? Natürlich, jetzt wo ich über den ganzen Trainingspartner gedankt habe, zuallererst ein großes Dankeschön an Ground & Pound und zwar A, an die Schaffenden dort für euren Support, zweitens aber auch an die ganze Leserschaft und all die Leute, die zugucken. Genau wegen euch ist das möglich, genau wegen euch stehe ich jeden Morgen auf, gehe in den Wald rennen, abends nochmal trainieren und richte mein ganzes Leben danach aus. Ihr habt mich in der dunklen Zeit dazu gebracht, weiterzumachen, wenn ich alleine und müde und traurig vor meinem Computer saß und auf einmal eine Mail gelesen habe von irgendjemandem, der sagt, ey, du hast zwar deinen letzten Kampf verloren, aber du hast uns inspiriert. Genau das ist das, was mir hilft, weiterzumachen, was mir Energie gibt. Dafür herzlichen Dank. Natürlich auch herzlichen Dank an all meine Sponsoren, ohne die das so nicht möglich wäre. XTFC, Phantom, alle anderen, die ich jetzt gerade vergesse, weil ich einen Kampf hinter mir habe. Vielen Dank. Ja, wir danken dir, Andreas. Und ja, wunderschön. Die erste Submission hast du, endlich auch den Sieg. Yeah. Super.